Hallo, ich bin Franzi, Trainerin hier im Hardys in Greifenberg und wir sprechen heute mal über das Thema Abnehmen. Speziell aber, weil jetzt ist Frühling, wird langsam, geht's Richtung Sommer und wir wollen natürlich auch hier unsere schöne Bikini- bzw. Badehosenfigur erreichen. Wie genau wir das hinbekommen, erzähle ich dir jetzt im Video. Wenn du abnehmen möchtest, ist es natürlich auch wichtig, auf deinen Stoffwechsel zu achten. Aber wie können wir eigentlich unseren Stoffwechsel anregen? Der Stoffwechsel ist super unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Es gibt verschiedene Faktoren, die ihn beeinflussen. Dazu zählt zum Beispiel dein Alter. Jüngere Menschen haben grundsätzlich einen schnelleren Stoffwechsel als ältere Menschen. Das ist ganz normal und durch die Evolution bedingt. Auch dein Geschlecht spielt eine große Rolle. Männer haben meistens mehr Muskeln als Frauen und damit auch einen besseren Stoffwechsel. Ist leider einfach so, aber wir können da dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Und auch deine Lebensbedingungen bzw. deine Lebensumstände. Bewegst du dich viel, arbeitet dein Stoffwechsel besser, wie wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt oder generell viel sitzt. Aber wie können wir unseren Stoffwechsel jetzt anregen? Wir geben dir 5 Tipps, um ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Tipp Nummer 1. Iss mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag. Verzichte auf große Portionen, sondern iss über den Tag verteilt. Das regt deinen Stoffwechsel an. Er hat immer was zu tun und hat dann auch nicht so viel zu verdauen. Wichtig ist auch, dass du dir Zeit nimmst zum Essen. Das Sättigungsgefühl setzt meistens so nach 10 Minuten ein. Das heißt, nimm dir auf jeden Fall 10 Minuten Zeit und das ist nicht viel. Aber nimm dir Zeit, setz dich in Ruhe hin, iss in Ruhe. All das wird deinen Stoffwechsel anregen. Tipp Nummer 2. Bring deinen Stoffwechsel durch Bewegung in Schwung. Wer sich viel bewegt, hat automatisch einen besseren Stoffwechsel. Hier hilft vor allem Krafttraining in Kombination mit Ausdauertraining. Auch Intervalltraining oder Joggen in der Natur regt deinen Stoffwechsel an. Es reicht aber auch schon, wenn du anstatt dem Lift einfach mal die Treppen nimmst oder eine U-Bahn-Station früher aufsteigst. Versuch, in deinen Alltag Bewegung zu integrieren, um deinen Stoffwechsel anzuregen. Tipp Nummer 3. Trinke genug. Wie gerade schon gesagt, Wasser ist sehr, sehr wichtig für unseren Körper. Das Wasser sollte schon kühl sein, allerdings nicht zu kalt. Ungefähr 30 Minuten vor dem Essen einen halben Liter Wasser trinken. Damit erzielst du die besten Effekte, weil dein Magen schon ein bisschen gefüllt ist. Das heißt, wir essen nicht mehr so viel und dein Körper hat was zu tun. Tipp Nummer 4. Schlaf dich fit. Schlafen ist sehr, sehr wichtig, denn während wir schlafen, passieren viele Regenerationsprozesse in unserem Körper. Auch unser Stoffwechsel. Der ist zwar in der Nacht nicht so ganz aktiv, trotzdem ist es wichtig, dass wir ausreichend und genug schlafen. Man sagt immer so 7 bis 8 Stunden pro Tag, allerdings ist das super unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Finde für dich heraus, wie viel Schlaf du brauchst und gönn deinem Körper die Ruhe, die er auch braucht. Tipp Nummer 5. Zitrusfrüchte und Co. Es ist leider noch nicht wissenschaftlich bewiesen, welche Auswirkungen Chili, Pfeffer, Zitrusfrüchte, Ingwer auf deinen Körper hat. Aber es schadet ihm auch nicht. Also probier es doch einfach mal aus. Spice it up. Würze dein Essen. Und versuch deinen Stoffwechsel anzuregen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Abonniere unseren Kanal. Und aktiviere die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal.